Oh, hallo rüber, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Nathan just texted me. Life is strange. There won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Erstmal richtig hinsetzen. Wir haben das Bild von den zwei Monden noch nicht gemacht. Ich hoffe, das kriegen wir gleich noch. Das wäre nice. Und demnächst, die letzte Episode. Die letzte Episode versuchen wir jedes Bild zu bekommen. Stop stomping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. So. I don't want to go that way. Ich bin so dunkel, ne? Maybe we should. Nope, I don't want to go there. Was ist denn mit dir? Okay, wir müssen also wirklich dort lang gehen. Ich wollte gerade da lang gucken, aber okay. God, I want to fucking kill that little psycho. Hey, I can't focus if you're yelling. Please. What the hell? Oh, gross. Die zwei Monde von hier zu sehen? Okay, Moment, die zwei Monde. Ne, das ist nur ein Mond. Okay, nur ein Mond, aber von hier aus müssen wir irgendwie das Foto machen. Rachel, I will get your revenge. I swear. Irgendwie. Von oben vielleicht? Nee, Moment, wie sah das denn nochmal aus? Okay, die Nacht und eingesperrt oder so? Eingesperrt in der Nacht? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Als bräuchten wir eine Erinnerung an die tickende Uhr Acadia Base, sah ich am Himmel zwei Monde. Oder dachte es zumindest, bis Wolken aufzogen. Ich rieb mir die Augen. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht halluzinierte. War es ein weiteres Zeichen oder eine Fata Morgana? Andere sahen es auch. Nur Chloe war blind für alles außer Rache. Also ging sie in die Sporthalle, um Nathan zu finden, bevor ich sie einholen konnte. Nathan weiß nicht, dass auch ihnen die Zeit davon läuft, ist nicht ironisch gemeint. Uns läuft sie auch davon. Meine erste und letzte Vortex-Party, blinkende Lichter und DJ Doom legte auf. Kein Kommentar. In einer anderen Realität würde ich auf dieser Party in einer Ecke stehen und darauf warten, dass mich jemand zum Tanzen auffordert. Und das wäre das größte meiner Probleme gewesen. Jetzt sieh mich an. Ich musste erst Chloe und dann Nathan finden, bevor sie ihm eine Kugel verpasste. So bösartig Victoria mir auch erschien, sie ist eigentlich nur eine furchtbar unsichere Person mit Talent, Leidenschaft und einer Tendenz, grundlos grausam zu sein. Unser Drama war unbedeutend und ich nehme an, dass sie eine Rolle in all dem zu spielen hat. Also warnte ich sie, ohne Details zu Nathan zu erwähnen. Sie glaubte mir und es fühlte sich gut an, eine Verbindung zu meiner ehemaligen Feindin zu schaffen. Ein kleiner Lichtblick in der Dunkelheit, hoffentlich nicht der letzte. Ja, das hoffen wir. Max, please hurry. Wo ist sie denn eigentlich? Oh, I hate this place. Maybe we should have called them. Nope, I don't want to go there. Ist aber auch nichts anwählbar. Mano. God's sake, Chloe, you have to be quiet. We could die, okay?
Ja, das könnten wir und das will ich eigentlich ungern. Oh, I hate this place. Ja, nicht nur du. Ist halt, bei Nacht ist der halt todescreepy. LOL. Oh Gott, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Ey, ihr wisst doch gar nicht, ob sie das ist, oder? Oh, no. Chloe! Look out! What the fuck? What? Was? Alter. Du bist Chloes Bitte nachgekommen, 57%. 43 haben das sogar nicht gewählt, Alter. 40% am Nathan, Warren Nathan zusammenschlagen lassen, alles klar. Niemand wurde verletzt, 72%. Victoria nahm die Warnung an, ernst. Okay, das ist cool, dass das sogar 73% haben. Okay. Ich glaube, das Vogelnest haben einfach nur 93% auch nicht gefunden. Oh. Okay. Kate hat dir geholfen, Nathans Zimmer zu finden. Nice. Ist Daniel davon überzeugt, zur Vortex Party zu gehen? Oh, so viele haben... Oh. Okay. Du hast keine Nachricht auf Warrens Tafel geschrieben. Oh. Hatten wir nicht Warrens Tafel angeguckt? Ja, ne? Aber wir konnten noch nichts draufschreiben, glaube ich. Du hast Nathans Pin nicht geknackt. Nee. Lol, was? Es gab wirklich eine Möglichkeit, den zu knacken? Okay, das muss ich googeln. Okay. Aber Alter. Sag jetzt bitte nicht, Chloe ist wirklich tot. Sag bitte, wir haben eine Möglichkeit, sie irgendwie zurückzuspulen. Als ob das Mr. Jefferson ist. Wenn das bei euch gerade übersteuert hat, dann bei mir auch. Also bei mir hat es gerade ein bisschen übersteuert. Wir spielen weiter. Ist Mr. Jefferson vielleicht unter einem anderen Namen? Einfach nur, also, ist es vielleicht eigentlich Nathans Vater? Könnte das sein? Was hast du gefunden? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing.
wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. Look out. What the fuck? Das zweimal hintereinander zu sehen, ey. Heilige Kacke, ey. Heilige Kacke. Gänsehaut am kompletten Körper, ey. Ist unglaublich. Puh. Life is Strange, Episode 5, Polarized, wird es ausgesprochen? Polarisiert, auf jeden Fall. So, den Weg, okay. Oh shit, that's me. He took that shot last night. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Wenn das überhaupt Nathan war. Move it towards me. Finally, I'm free. Almost. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way.
Okay. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Hold that stare there! Stay still! Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more. As his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone, and you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that I killed... that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No, no. Now don't move, or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. Alter. Okay, I broke those vials when I kicked the trolley.
I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good, now I can use them. Whoa, I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Victoria. Hey, Victoria. It's Max. Can you hear me? Max. Oh, God. Where are we? Oh, what's happening? You've been drugged like Kate. And me. Do you remember how you got here? No, I don't know. Wait, you warned me. You warned me about Nathan. Then I went to Jefferson for help and he was acting so weird. That's the last thing I remember. And I can't move my hands. Help me, Max. Please, I'm sorry for everything. Listen carefully. Mark Jefferson kidnapped us. He's using Nathan as well. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Max, I just can't believe this is real. I don't want to die like this. I'm only 18. Just hold on, Victoria. Nobody is gonna die. Anymore. Max. What's going on? I thought you said Nathan was dangerous, but it was actually Mark? Mr. Jefferson? I was wrong. I should have known that Nathan couldn't do all this on his own. Do what? What's going to happen to us? Oh, please get us out of here. I'm not going to let that asshole get away with this. I need you to be strong. I can't do this alone. We need to act while we're clear-headed. If he doses us again, we'll forget everything. I'm not strong, Max. Look at me. Look what I did to Kate Marsh. Now she's in the hospital, and I'm here. Kate wants us to get the hell out of here, and then we can both go see her again. Okay? I'd do anything. Just see Kate once more. Just to tell her I'm sorry. Victoria, we will find a way to escape. I promise. Max, I believe you. Okay. So Leute, das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!